Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sniper Elite 4 hier mit dem Captain DK hier im Gebüsch. Hallöchen, wir verstecken uns hier so ein bisschen. Ja, von den bösen Gegnern, ne? Da gab es wieder in der letzten Folge sehr, sehr viel Krieg. Und wir wissen immer noch nicht, was wir mit diesem Funkturm machen können. Irgendwie müssen wir den doch am besten zerstören, sonst würde der da nicht so... Oh, die kommen hoch. Alter, ja. Nicht. Also die Gegner, die haben schon immer Angst. Sind sie überhaupt Deutsche? Muss nicht sein. Ja, das sind Deutsche, die reden Deutsch. Ja. Aber wie viele? Da war noch mehr wie einer. Nein. Hast du ihn? Ja. Sehr cool. Da kommt noch jemand, den probier ich mir. Ah, der macht wieder ab. Wo diese Leute die fliehen. So, zwei Stück. Ah, guck mal, der wollte fliehen. In den Puppes. Ja. Ja, so, ja, ein bisschen höher noch wie der Popo. Da sind noch zwei. So. Okay. Den einen hast du? Einer rechts noch. Ach, den messerst du. Sehr gut. Bam. Ein bisschen Munition sparen, da war ja was. Ja, aber irgendwie, ne, zu den hinlaufenden kassierst du schon ein bisschen viel Damage. Ich habe jetzt leider kein Medikit. Das ist nicht immer cool. Am besten richtig aus dem Hinterhalt wie ein Geist. Ja, ich habe ihn gerade durchsucht, ne, wirklich nichts bekommen. Ich habe wirklich null bekommen von dem. Perfekt. So. Pistolenmuni, LMG-Muni. Wofür brauche ich LMG? Keine Ahnung. Aber ich gucke hier auch schon die ganze Zeit nach Alternativwaffen. Ah, acht wobei Schuss. Die... Perfekt. Ah, und die ist nicht schlecht. Ich glaube, die muss ich mal eben tauschen. Die Sniper? Oder nein, nein, Sniper nicht. Ich meine, hier ist normale Gewehr. Oh, guck mal jetzt. Was ich habe. Ich habe so eine Trommelgun. Wo bist du? Hinter dir? Du läufst ganz weit weg von mir. Hier, gut. Bleib so stehen. Ah. Schon ein bisschen LMG. Ja, guck, ich hab das Ding in hier. Oh nein, die hat kein... Was? LMG hast du. Oh, warte, ich muss mal eben... Nein. Brauchst du LMG-Muni? Hast du? Nee, ja, aber das kann man nicht stoppen, oder? Das wäre auch zu ich weiß nicht, ob ich die jetzt wieder zurücktauschen soll. Bestimmt eine coolere Waffe, ne? Aber die Muni, ne? Oh nein, jetzt hat er die Pistole getauscht. Die will ich natürlich nicht tauschen. Hä? Was hat er denn jetzt getauscht? Kurz ein. Oh. Augentreffer! Die geliebten Augen. Das war noch der einzige, der ja überlebt hat bei uns. Aber ich will meine Pistole wieder haben. Deine Pistole? Ja. Meine Schweige. Der Revolver, den ich am Anfang hatte. Irgendwo hier liegt die doch. Oh, ich verstehe das nicht. Verzweifelt sucht er seine Pistole. Ja, das ist doch, Mann. Vielleicht okay, bei dem hier? Scheiß was drauf. Nee, das war bei dem. Ich wollte eigentlich ja seine Maschinenpistole nehmen, habe ich ja auch. Und dann hat er aber auch die Pistole weggelegt. Oh, guck wie der hängt am Zaun. Nee, die war es nicht. Der hängt da gut, oder? Im Draht drinne. Hier der. Oh nein. Ah, gut, dass er das nicht mehr fühlen kann. Aber es hat bestimmt wehgetan. Bestimmt. Ja, stell mal vor, ne? Man kann die einfach hochheben, auch wenn sie noch leben. Bestimmt kann man das auch vielleicht, wenn die einfach bluten. Great. Oh nein! Nicht schon wieder den guten alten Panzer. Und der ist schon fleißig am Ballern. Und wir haben auch noch so Besuch. Ich glaube. Müssen wir den Fahrer holen. Ey, ja. Das machst du aber. Ich habe was anderes zu tun. Mein Lieber. Pass auf, da kommt noch einer, die kenne, ein Soldat zu dir. Ja, aua. Er hat mir eine verpasst. Ach, da ist der. Boah, Gatter durch, Gatter. Durchschuss. Durchschuss.
Kann ich hier hoch? Nein. Och Mann. Ich wollte hier durch. Und da hat er die So, Idee, wenn du magst, jetzt. Darfst du das Ding jetzt sprengen. Ist da nicht noch einer, der schießen kann? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Oh oh. Sprengung. Ich komm mal mit. Ich gehe hier in den Bunker rein, wenn du Bock hast. Ja, er schießt, der Panzer. Er hat noch auf mich geschossen, aber jetzt war's das. Okay, dann ist da noch einer. Oh. Das ist ja mal nett. Panzerfaust. Ja. Hast du ihn mitgenommen? Aber gegen... Nein, habe ich nicht. Ich frag mich nur, gegen welche Waffe er das eintauscht. Gegen das LMG. Gegen die. Hattest du viel Munition? Ich habe null Munition mit dem Raketenwerfer. Na, dann gib mir den, weil ich habe irgendwas eingesammelt. Nicht, dass ich die Munition jetzt eingesammelt habe davon. Und? Moment, ja, tatsächlich. Ja, den drei Schuss den, insgesamt. Gleich gebraucht für den Panzer. Oh, der. Boah, damit zielst du so wie mit einer Granate. Kommt noch jemand? Eigentlich nicht so cool. Egal. Great, wir können hier auch hoch. Ja, da wollte ich auch hoch, aber ich wollte noch kurz hier den erledigen. Ja, wir sind ja gnadenlos. Gnadenlose Captain. Ja, genau. Oh, guck mal. Ah, nee, doch. Ah, ich dachte, hier wäre noch mehr Munition. Deckung, oder? Für den Panzer hier. Deckung schon wieder aufgeflogen? Was? Wer hat uns gesehen? Das ist jetzt natürlich... Hä? Da sieht man ihn. Ja, da ist er. Ah, aber das war kein Deutscher, so wie er sich anhört. Wie er am Schimpfen war. Oh, ich habe eine Silbertrophäe bekommen. Ledernacken. Im Nacken hast du Leder? Ich dachte, da sitzt die Zeit. Du wurdest gesnipert. Moment, da muss ich mal gucken. Ich gucke mal, wo das geblitzelt hat. Oh, ich seh's, ouch. Kannst du ihn markieren vielleicht? Schwierig. Oh, jetzt hab ich's gesehen. Ja, okay. Blinzen. Der ist bestimmt 300 Meter, wenn nicht sogar fast 400 Meter weg von uns. Nein, jetzt hat er mich zweimal angeballert und ich hab mal beide Schüsse daneben gemacht. Weil er mich angeschossen hat. Verdammt. Nein. Hilf mir. Oh. Das ärgert mich jetzt aber ein bisschen. Eigentlich hätte ich ihn haben können. So, jetzt aber. Moment. Ja. Und, ist es ein Hodentreffer? Ah, fast. Oh Gott. In den... Im Bauch rein. Ja, ich hatte die Qual der Wahl. Ein bisschen tiefer noch wäre, glaube ich, besser gewesen. Er kommt so. Ich gebe ihm direkt einen Augenschuss. So, und machen wir das... Hier auch so, dass wir außen, obwohl nee, wir müssen dann doch außen rumlaufen und dann müssen wir aber schon fast wieder einmal zurückgehen in die Stadt. Wir müssen da die Waffen zerstören, ne? Genau, weil da sind auch noch so ein paar Fragezeichen. Oh, da kommen ein paar. Ja, ich habe nur eine Pistole, Gray. Also, Nahkampf ist jetzt nicht so hundertprozentig für mich, beziehungsweise was heißt denn hier Nahkampf? Aber du machst das schon. Ja, ich bin auch fast dabei gestorben. Hab ihn. Boah. Ja, sehr cool. Okay, dann bleiben wir außen. Vielleicht also, Munition noch einsammeln? Was meinst du? Ja, gerne. Okay. Du hast auch gar keinen mehr, ne? Wenig. Also ich habe noch, aber könnte zu wenig sein. Na, zwei Schuss. Zwei Schuss bekommen. Vier. Perfekt. Oh, seine Sniper? Achso, ja, der Rückstoß ist nur anders.
Besser oder schlechter, der Rückstoß? Ich würde sagen schlechter, weil der Rückstoß heftiger ist. Das heißt, du kannst nicht wirklich zwei Schuss hintereinander machen, weil dann musst du erst mal gucken, wo bin ich hier. Also, wo wollen wir jetzt hier lang gehen? Hier geradeaus, oder? Nee, hier lang. Hier außen rum noch weiter. Wie gehabt, weißt du, einmal so von außen nach innen ablaufen. Ich muss aber sagen, das ist wirklich eigentlich eine sehr coole Map, ne? Ja, die ist gut, gefällt mir. Warst du in den Zelten da schon, links? Nee, die war ich noch gar nicht. Hier mal hier. Haben wir hier was? Nee. Hier haben wir doch was zum Einsammeln. Ich komm hier nicht durch. Hä? Wie? Du musst sprengen. So, jetzt von der Seite. Was ist das denn hier? Ein Brief? Ich hab meine Pistole gewechselt. Ja. Jetzt schießt du einfach so? Ja, ich will mir kurz die Pistole austesten. Ich glaube, ich behalte die sogar. Die ist eigentlich wie eine Desert Eagle. So, eigentlich bin ich jetzt gut ausgerüstet. Oh, doch. Das sieht echt gut aus. Okay, ich würde sagen, weiter geht's. Da hinten ist, glaube ich, sogar jemand im Turm oder so. Sieht man einen. Ja, geradeaus jetzt. Oh, jo, da sind mehrere. Ich wieder die ganze Zeit am Atmen. Ja, du hast ja schon wieder gar keine Kraft, ey. So, kurz bisschen erholen. Hätte ich hier was machen können? Ja, wenn du die ganze Zeit so einen dicken Typen damit hier rumschlürst. Hä, aber ist das nur der eine, der da noch ist? Nee, es sind zwei. Drei. Also wo ich jetzt bin, sehe ich nur den einen. Du fantasierst. Komm, sag es. Hä? Ja, komisch. Ich könnte ihnen so einen Headshot geben, ne? Tu es. Wirklich? Okay. Ja. Mach es. Der ist davon gestorben. Echt? Perfekt. Ja, von den Explodieren. Schon direkt neben den Laster. Ja, selbst schuld. Weg von den Lastern. Das sollten wir uns auch merken. Nicht in der Nähe der Laster sein. Ja, oder so irgendwas, ne, was explodieren kann. Keine gute Idee. Genau, wow. Fass oder ähnliches. Der Alter, wie oft explodiert das denn? Habe ich dich. So, ich lauf einmal links rum, um das Gebäude, durch den Garten. Mir. Oh, hier habe ich schon wieder irgendwie so ein Pfeifen gehört. Hier ist irgendwo ein Auto. Im Gebäude drin anscheinend. Was? Oh mein Gott, ein Traktor. Ah, deren Funksignal habe ich jetzt hier kaputt gemacht. Also können die auf jeden Fall keine Verstärkung rufen. Da müssen wir auch ein bisschen ein Auge drauf haben. Dass wir auf jeden Fall erstmal deren Funkdings kaputt machen, dass sie keine Verstärkung rufen können und... Nee, den kann man irgendwie nicht zerstören. Ja doch, ich habe gerade auch so ein Funksignal die ganze Zeit gehört, hinten am Haus. Hab da einmal drauf geschossen, perfekt, hat aufgehört, ne? Oh, jetzt also zu leben, hier ist wunderschön, ne? Hier zu leben? Mhm, hier, guck mal, hier. Hier so ein zwei Häuser. Auf jeden Fall, der hängt hier schon wieder. Ja, aber guck mal, genau hier. Hier, an dem Aggregat da hinten. Das Ding hat so Signale gemacht. Da habe ich da hier einmal drauf geballert, jetzt ist Ruhe. Hm? Da hinten kann man leider nicht zerstören, das Auto da. Doch, ich weiß nicht, aber... Das weißt du eigentlich ja. Wenn das auf der Karte so derbe markiert ist, müsste... Das ist das ist hier ein Traktor. Es ist... Ja und? Traktor müsste auch, aber der bringt ja eigentlich nichts. Außer vielleicht doch so Geheimpunkte, die man sammeln kann. Sollen wir den zerstören? Sieht er man? Also du hast die Räder vorne, aber den Motor... Den sieht man doch nicht, ne? Nee, ist auf der falschen Seite das Ding. Schade. Ja, Captain, wo sollen wir lang? Ja, Zeit haben wir noch ein bisschen. Also ich würde dann sagen, wir gehen jetzt hier links weiter, geradeaus, die Straße.
Der hier rüber? Okay. Hä? Kann man nicht rüber gehen? Oh, das ist unlogisch. Oh. Ah, doch, ja, hier. Das ist echt unlogisch. Ah, doch, konnte man auch. Ah, hier konnte, deswegen kommt man nicht rüber. Hier war wegen irgendwas. Diesem, wegen ja. dem Wagen da. Mhm. Okay. Ich glaube, wir gehen böser Wagen. Ja, ja, wir ja, gehen halt wir... jetzt ins große Haus. Ja, wir gehen, ja, das... Ja, ich weiß nicht. Abklappern können wir das eigentlich komplett, oder? Weil das ist jetzt am Anfang nicht dieser haben wir was vergessen, ne? Ganz vorne. Ja, ja, ja. Da müssten wir nochmal hin, bevor wir zum dicken Stern gehen. Captain töten. Aber lass uns mal hier den Captain gleich erledigen. Beziehungsweise davor ist ja auch nochmal so ein kleines Fragezeichen. So. Haben wir hier irgendwas? Ja, da oben sehe ich einen Kopf. Aber das oh, war's ja. auch. Eventuell noch weiter ranschleichen? Ja, ja, dann komm. Lass mit dem mal überleben noch, ne? Ja. Boah, den bewahren wir uns auf. Was sind die zwei? Könnten die eigentlich. Oh, 3, 4, 5. Aber die anderen zwei, die sind ja im Haus. Oh, da ist noch jemand da hinten. Gut. Ah, das sind diesmal keine Deutsche. Ja, das sind andere Mafiosis. Ich bin direkt unter denen. Ja, der hat irgendwas gehört schon wieder. Der ist oh, wieder wild. Vor mir ist jemand. Ja, den du gerade markierst. Genau der. Und da hinten ist noch einer. Kann ich hier vielleicht irgendwie nach oben? Du oh, kannst ja, hier eigentlich... ist eine Treppe. Der kommt gerade zu mir runter. Du da so zu mir in die Ecke. Nahkampf? Jawohl, hast du. Und die anderen weil wir können uns hier rum? Durch den Busch durchpirschen, so ein bisschen. Wow, DK, ich glaube hier, ne? Gibt's Action. Ja. Sehr, sehr viele. Ja, ja, die haben ja so. Gesagt, dass das Ding hier richtig bewacht wird. Oh, oh, du wurdest Passo. Entdeckt, oder? Nee, nee. Ja, aber die rennen dahin. Gehört. Oh, die kommen runter ja. zu mir. Sogar ja. zwei Stück. Muss zwei. Ins Gebüsch. Ja. Ja, oder komm, in, komm zu mir. Ich kann dir dann so ein bisschen komm. Rückendeckung geben. Dann kannst du dir einen schnappen und ich schnapp mir auch einen. Sieht man die? Gleich. Ich nehme den oberen. Den oberen. Okay. 3, 2, 1. Damn. Habe ich, bevor ich die uns auch. Entdeckt haben, Gott sei Dank. Aber auch schon wieder der zweite auf. Schuss. Ja. Ich kann ihn mir nicht holen, ich habe kein Herzrasen. Habe ich, Teamwork. Haben so, jetzt irgendwo entdeckt? Hat mich, ja, irgendwo hat mich einer gesehen. Ich, ach, da oben, da ganz oben. Ganz oben? Zwei Stück. Hm. Da, ich sehe es. Ja, das war's mit dem. Ja, perfekt. So, ich würde erstmal sagen, wir gehen jetzt hier zum Fragezeichen. Alles klar. Ich finde die Dokumente. Bestimmt hier im Haus, 100%. Boah, schon wieder außer Atem. So, rein hier. Dann hier. Guck mal, hier ist auch schon wieder so ein Funkding. Zack, draufgeballert. Und gut. So, ich, das ist ein Gefängnis hier. In den Keller. Ist der echt auch so wie ein Gefängnis? Hier können wir nur mal runter, DK. Noch weiter? Oh ja. Eieiei. Weinkeller. Noch weiter runter. Was? Haben wir noch eine komplette Map unter der Map? Hier sind die Akte, die wir brauchen. Aber guck dir das mal an, tatsächlich. Eine Map unter der Map. Aber wir kommen nicht weit. Also war es auch schade. Schon. Boah, es hätte sein können, dass wir von hier aus vielleicht sogar komplett was auf die andere Seite der Map kommen. Aber Leute, ne, ich sehe leider die böse, böse Zeit. Und wir sind ja eher an einem guten Zeitpunkt, wo wir... Hier in dem muffigen Keller. Da geht's morgen weiter bei DK, ne?
abchecken. Und weil wir sind jetzt vom Riesenkloster, ne? Das checken wir dann morgen ab bei dir. Und bis dahin, Leute, bleibt gesund und Adios.